Hey, yo Leute, kommt zurück zu Little Miss Fortune mit dem nicht bereiten Tommy. Oh, ich bin so nicht bereit. Ich habe gerade was getrunken. Fertig. Ja. Gut, gehen wir weiter. Okay, I'm out again. Anyone here? Bungie? Mr. Voice? I guess I'm alone. Oh dear, a dear. Oh dear. Hallo dear. Petten wir das dir. Oh, a baby deer. So sweet. Streichles. Als ob. Dream come true. Ach ja. I'm petting the baby deer. Ach ja, wir können das jetzt nicht. Stand das auch in der Beschreibung, dass man einen hier streichen kann? Lass mich kurz Scan öffnen. Benjamin's bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. Benjamin. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice. Please, stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children. And I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. No. Tell me where Benjamin is. What did you do to him? Oh, God. Freaking monster. Okay, ja, Tommy. Verdammtes Monster. Was? Verdammtes Monster. Yeah. Was denn? Ich habe so eine Theorie. Ich glaube, das Monster ist irgendwie in Verbindung mit den Raben. Du meinst mit den Raben, die Vorboten des Todes sind? Also in gefühlt allen Mythologien, die es so gibt. Ja, genau das meine ich. Was? Ich weiß, es ist weit hergeholt, aber. Und das Monster, was irgendwie so eine Art Dämon ist, der dich in sein Todesreich ziehen möchte, statt in den Himmel. Kommst du da drauf? Weiß ich nicht. Ja, du hast die Fantasie. Ja, das ist. Oh, eine Puppe! Puppe. Ein Ende wirst du realisieren, dass du dem Handel bereits zugestimmt hast. Ja, es kommt ein bisschen spät. Ja. Wieso war die Puppe nicht am Anfang da? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist so niedlich! So niedlich! Streichle über die Nase. Oh mein Gott, ich bin Is that Benjamin as a baby? Oh, so cute. That's so cute. Es wurde 2022 aufgenommen. Nein, am 20.03.2004. Was ist so eine 4? 04-03-22. Aber ich dachte, das ist 6. Nein, es ist. Aber ich glaube, es ist eine 4. Oh. Ich hasse diese. Trotzdem. Ich hasse diese Leute, die Datums nicht richtig schreiben können. Es ist halt eine andere Schreibweise. Das ist dämlich! Du schreibst nicht zuerst das Jahr! Warum solltest du? Du liest doch auch in Englisch von links nach rechts. Stehst du? Ja.
Ja. Und Englisch ist ja öfters mal so, wie ist es nicht, Monat, Tag und Jahr? Also, ich habe es in meinem Englischunterricht in der Schule gelernt, dass du das genauso schreibst wie im Deutschen. Aber aus irgendeinem Grund gibt es, also aus irgendeinem Grund werden viele englische Sachen auch andersrum geschrieben. Also Jahr, Monat, Tag. Okay, aber es gibt auch dieses Monat, Tag, Jahr. Oft. Ja, schon Monat, Tag, Jahr gibt es auch aus irgendwelchen Gründen. Das ist total, das total ja. schwachsinnig ist. Ja, ja. Egal. Hä? Ust! Für Studenten des Beschützerkurses der Universität Senna City. 3-Schritte-Anleitung. 3-Schritte-Anleitung zur Vernichtung parasitärer Wesen aus dem Jenseits. Einführung. Da sich die Ultrarealität mit dem Konzept der Zeit formt, sind neue Reiche außerhalb des konstitutionellen Free 5 Reiche essentieller Existenz aufgetaucht. Nach dem Ultrakrieg wurden tausend Wesen als Nebenprodukt des Krieges entdeckt. Sie haben für sich selbst ein neues Reich kreiert. Wir nennen es das Jenseits. Die Ultra. Das ist quasi Jenseits vom Diesseits. Ja. Ist alles super ultra hier, Tommy. Die Ultra-Realität. Ultra-Krieg. Ultra-Krieg. Einfach gesagt ist das Jenseits ein Ort extremer Absurdität ohne logische physikalische Gesetze. Momentan können wir solche Wesen nicht in den Free erlauben, da das Fundament unserer Realität auf den energetischen und ethischen Werten der Ultrarealität vor dem Ultrakrieg fußt. Das Jenseits ist ein noch missverstandenes Reich. Wir haben noch keine Möglichkeit entdeckt, uns auf eine logische Weise mit ihm zu verbinden. Die wenigen Muster, die wir erkennen, sind die Verhaltensweisen einiger Besucher, auch Parasiten genannt. Normalerweise betreten sie die dritte Realität, auch Pandora genannt, und suchen frisches Fleisch, das sie in das Jenseits locken. Darum brauchen wir Beschützer. Die Beschützer sind die einzigen mit der Fähigkeit, das Ungleichgewicht zwischen den Realitäten zu sehen und die Werkzeuge in der Ultra-Realität zu nutzen. Beschützer helfen Opfern und führen sie nach Senna City. Die Anleitungen in diesem Buch müssen mit großer Sorgfalt befolgt werden. Niemals einen Schritt überspringen. Für jedes Opfer, das der Beschützer nach Senna CD zurückführt, wird der Beschützer mit neuen Leveln, Hilfsmitteln und weiteren Schritten belohnt. Schritt 1. Der Beschützer muss die Opfer und den Parasiten lokalisieren. Parasitenfall P01012222 Morgo. Herausfinden, ob das Opfer Unterstützung benötigt. Wenn dem so ist, mit Schritt 2 weitermachen. Unterstützungscheckliste. Das Opfer scheint seine oder ihre Realität vergessen zu haben. Identität. Ja. Oh, Identität. Entschuldigung. Das Opfer ist bereits tot, hat es aber noch nicht realisiert. Das Opfer glaubt, die Illusionen des Jenseits sind echt. Das Opfer freundet sich mit den Parasiten an. Oh, das sind wir! Oh. The Parasite. Ach, war ich noch Anime hast du nochmal gemeint? The Parasite. Ah, den. Okay. Parasiten-Checkliste Morgo. Entstellt die Wirklichkeit zur Absurdität. Ich meine, Parasit scheint freundlich, verführt das Opfer aber, gefährliche Spiele zu spielen. Naja. Wandelt seine Gestalt zu einer menschlich-tierischen Gestalt. Naja. Warte. Mr. Voice hat uns in einen Käfig von einem Löwen gesteckt. Oder was, ein Tiger? Wolf. Wolf. Nein, ich glaub nicht, dass es Mr. Voice ein Morgo ist. Nein. Lernt schnell über seine Umgebung, Sprache und Kultur und sind kein Problem für Parasiten. Große Schwärme schwarzer Vögel erscheinen in der Nähe des Parasiten. Diese Vögel sind die Augen von Morgo und geben ihm einen Überblick über seinen Spielplatz. Vögel? Nein. Ich habe keine Vögel gesehen. Schritt 2. Die Umgebung nutzen, um den Opfern zu helfen, den Parasiten zu erkennen. Der Beschützer kann zum Beispiel einfache Nachrichten zu einem öffentlichen Ort hinterlassen, um die Aufmerksamkeit des Opfers zu schärfen. Es ist strikt verboten, direkt mit dem Opfer zu interagieren. Dies könnte zu einem irreversiblen. Ja, ich kann das Wort aussprechen. Nein, kannst du nicht. Irreversiblen. Du bist dumm. Du kannst Trauma es nicht aussprechen. Im Kopf des Opfers führen.
fühlen. Das ist echt winzig, okay? Wenn ach, du spielst im Fenster, ne? Was? Du spielst ja am Fenster. Ja, ich gucke auf meinen Bildschirm, der nicht ganz so weit weg ist. Wenn der Parasit das Opfer tötet, sofort zu Schritt 3 gehen. Gehen, ja. Moment. Paint? I like to paint. Ja. Schritt 3. Vorbereiten auf direkten Kontakt mit... With the what? Now I will never know. Yo! Mit der what, Tommy? What? Who is the what? What? Kids are for everything! Get down. Oh. What is the word? Oh, you didn't know? You didn't know? Bird is the word. Bird is the word. Surfing! Benjamin! Das war doch Absicht, diese Tasche hier! Absicht! Alright, I guess I'll take the train back home. Bird is the bird. Why don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the bird. Now when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Foxy boy. Verstehst du, man sagt ja, du Fuchs, wenn man so schlau ist. Ja, ja. What? Oh, der weiß auch nicht vom Word. Oh, you don't know? What's the word? Warte, welches Wort? Okay. Bird. Sprite, no! Okay. I'm gonna talk to myself. Schön. So, oh, coole Mütze. How have you been? Okay, I have this like weird day. I saw monsters, I saw dolls, I saw Benjamin. And then I went to the zoo and everything was everywhere. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot. And he took Benjamin. And now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Ich rede auch gern mit mir selbst. Auch Selbstgespräche erfordern einen interessanten Gesprächspartner. Das ist wahr. Ich meine, wir verstehen uns einfach, verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Er ist quasi wie ich. Das ist gar nicht, wenn ich meine alten Videos gucke. Alter, das ist mein Humor. Okay, Tommy, bist du bereit für Magie? Ja. Ich kann nicht mit einem grünen Stift alles malen. Ich finde schon, dass sie das nicht erlauben. Du dir ist klar, dass ich das durchziehen muss, oder? Ich hab's befürchtet, dass das zählt! Ich bin ein guter Künstler. Man hat, glaube ich, nichts dafür gekriegt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube mal Achievement. Übrigens, Gronkh hat das in seinem Let's Play komplett ausgemalt. Und ich habe jetzt noch blind gespielt gehabt, oder? Ja, klar. Aber ich dachte mir damals so, ja, das ist ein Fall, ich glaube, das reicht schon. Ah. Hast du etwa das gemalt? Was? Er hat eine Rakete gemalt. Ich hab eine Rakete. Oh. Was? Was machst du da? Nichts. Ich mal Bilder aus. Siehst du doch. Zum Glück haben wir das Malbuch mitgenommen. Hello, Hiro. Hiro. I didn't recognize you. Kann sein, dass Hiro der Held ist? Oh, er ist Superheld. You know, I had a big fight with the silly voice in my head.
But I don't think it's a voice anymore. I'm sure it's the monster. I saw it in a book at Benjamin's place. Really creepy. Oh, creepy. Have you ever heard voices in your head? I know Hira. What does it mean? Be aware of the Leave Hira alone. Consequences. Das geht dir, Tommy! Das geht dir! Wir helfen ihm! Wir müssen Hero helfen! Wer sind die da? Und wo kommen die her? Oh, da oben! Ja, die ist mir sofort aufgefallen. Die ist die erste gewesen, die da war. Ich hab die zuerst. Echt? Ich hab die zuerst gesehen. Als die Kamera rausgefahren ist, war die andere auf einmal schon da. Okay, wir helfen ihm. Wir sind wahre Helden. Oh, armer Hero. Das war auch wieder so seltsam. Glaubst du, hinter dem Spiel steckt mehr, als wir verstehen? Das könnte möglich sein. Oder wir blind sein. Now I have to walk all the way back home alone. Ich meine, jetzt this is the last time I follow a voice in my head. If Benjamin was here, he would walk with me. Miss Fortune. Warte, was? Bei den Simpsons gab es eine Folge, da hat Homer fünfmal gegen eine Dose getreten. Nur das ist eine Straftat gewesen. Fünfmal sagst du. Nein. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's what I am. Oh. Yeah, you're a silly lady. That's what you are, Tommy. At least I had fun at Phantasmagoria. I'm gonna tell Mommy about it. Yeah. Oh, Tommy. Das glaube ich erst nicht sehr. Zwei. Das ist eine andere Dose. Eins. Zwei. Ich werde das durchziehen. Drei. Tommy, halt mich auf! Halt mich auf! Vier. Nein! Wird hinein! Ich habe dich unter Kontrolle! Du musst mich aufhalten! Du kommst ins Gefängnis! Du musst mich nein! Lauf! So, Mr. Bertie. So, sie sind dann soweit im Tag. Oh, hi. Ich verstehe das mit diesen Masken immer noch nicht. Naja, die allen geht's nicht gut, aber damit sie gut aussehen, tragen sie eine Maske. Ja, aber sie sehen alle aus wie German Let's Play. Vor allem der. Aber vor allem der. Excuse me. I'm talking over here. Well, if that's how you treat little ladies, then give yourself a fuck. Or give yourself a fuck. Was? But Miss Fortune. Oh, wie sie weggeht, hast du gesehen? So, ich bin angepisst. Oh. Sind immer noch hier. Ja. Hat nichts Besseres zu tun, als hier zu liegen? Hier auf der Straße zum Tanzen? Ja, hier könnte jederzeit ein Auto kommen. Ja, das ist nicht schlimm auf der Straße zu bleiben. Nicht gut auf der Straße zu bleiben. Oh Gott, diese Vögel. Alter, das man nicht, hier ist nur 30 auf der Straße, also von daher alles gut. Könnte auch eine 70 sein. Hier eine 30 jetzt so, dann ergibt keinen Sinn. Oder? Ergibt Sinn? Huh. Where's the car? Is Daddy gone again? Geh weg, Vogel! Ja, verschwinde! Niemand mag dich! Geh weg, geh weg! Alter, wo ist die... Das Spanschbecken. Wo ist das Auto? Ja, damit kann man wegfahren, aber das Waldspecken? Kann man abbauen. Ja. Mach mal Gitter. Wie lange waren wir weg? Ein paar Stunden. Happiness for the Glitter. Ein paar Stunden.
Ja. Eine Ewigkeit. Ich meine, waren die nicht anfangs... Ich weiß schon. Der Baum war da nicht, Das kann Leben? Natürlich... Ja, das kann sein. Das Sommer war und wir sind... Oh Gott. Ich kann es kommen zu dem Teil des Spiels. Mami, I'm back. Hello? Oh, mir gefällt der Teil des Spiels nicht. Hast du das Kratzen gehört? Nein, ich habe gerade in dem Moment geredet. Ja, gut, also. Ja, wie es wohl weitergeht, sehen wir uns im nächsten Part. Oh. Ach, schade. Oh, schade. Macht euch auf einen traurigen Part bereit. Ja, der Ofen ist einfach sehr traurig. Der Ofen ist auf jeden Fall sehr traurig. Ja, das sind die Wimpern, das sind die Augen und das ist der Mund. Oh. Na gut. Ja. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Und es bleibt gespannt. Und die Glitter abgeben, nicht vergessen, gell? Der hier bei mir. Glitter abgeben, genau. Sonst kommt die Glitterpolizei. Sonst kommt die Glitterpolizei. Ja. Das bist du, Domi. Scheiße, sie haben Glitter! Ich hab gesagt, sie kommen in die Box zurück! Entschuldigung, Sie wollen Sie nicht den guten Cop mal zu Wort kommen lassen? Na gut. Er schießt ihn! Die Beine, dann kann ich nur weglaufen! Oh. Wir sollten den Part beenden. Besser ist es. Tschüss.